Bei unserem ersten WT gab es beim ersten Dummy direkt eine kleine Schwierigkeit. Naja, so ein junger Hund hat halt manchmal Ideen. Und hier in dem Gelände hinter mir kann ich da nochmal die gute Gelegenheit nutzen, an so etwas vorbeizuarbeiten. Denn wir hatten eine Markierung an so einem geschlängelten Flüsschen, schön an so einer Kurve, geradeaus weiter vorbei, also auf die Wiese. Und diese Kurve zog sich so schön am Weg entlang und so kurz vor, so 10 Meter vor der Markierung kam diese Kurve mit dem Bächlein da nochmal sehr nah an den Hund heran. Das hat sie sehr, sehr interessiert. Das hat uns dann auch einige Punkte gekostet, aber gut. Und hier haben wir auch nochmal schön den Fall, dass wir da einmal dran vorbeischicken können. Und zwar werde ich jetzt für Sie hier hinten in der Verlängerung von diesem ganzen Gebüsch einmal nochmal einen Dummy auslegen. Dann werden wir uns weit nach hinten versetzen und quasi an dieser Kante vorbei schicken, sodass sie auch an, man sieht das jetzt vielleicht nicht so super, aber ihr habt hier im Hintergrund einmal, ja, wie so eine Kurve, die sich dann wegzieht. Das heißt, die Fläche, die der Hund dann betritt, wird dann eben deutlich weiter offen und sie muss ihre Linie weiter verfolgen, obwohl es rechts von ihr plätschert, obwohl da ein schönes kleines Flüsschen da unten, Flussbach, obwohl da so ein schöner kleiner Bach unten sich langtummelt. Und ja, das machen wir jetzt mal. Sitz. Dann legen wir mal los. Wir gehen einmal in die ganz andere Richtung. Prima. So, da ganz hinten durch, an der Kante, die man vielleicht noch in der Tiefe rechts hinten erkennen kann, da müssen wir einmal dran vorbei und schauen wir mal, was passiert, wa? Yes, good. Dead. So, jawohl. Okay. Ist natürlich nur eine Übung, die wir jetzt so ein bisschen entlang des Baches uns mal wieder auf den Schirm rufen, beziehungsweise ich ein bisschen gewarnt bin, dass sie in solchen Situationen das sehr, sehr spannend findet. Naja, das war jetzt für mich völlig in Ordnung und mal gucken, vielleicht drehen wir noch ein anderes Video.